Grüßt euch. Ich wollte euch mal zeigen, wie ich meinen Dämonenjäger skille und spiele. Also, wie ich ihn jetzt spiele, kann ich euch nachher erstmal zeigen. Ich lade nämlich gerade Videos hoch und dann ist das Spiel ein bisschen laggy, aber ne, wie er ausgestattet ist und wie er gespielt wird. So, also wenn ihr hohe Rifts lauft und so, ist das jetzt die ideale Besetzung der Fähigkeiten sowie auch. Ich gucke gerade, ob was im Chat gepostet wird, aber er will es nicht. So wie auch die Items, die best in Slot sind, ne, für den Bild. Das sind erstmal die sechs Teile der Schattenmantelung, ne? Die solltet ihr unbedingt anhaben, weil ihr kriegt 1200% auf praktisch auf euer Aufspießen und dann nochmal 40.000% auf die 1200% drauf, ne? Und so ein starken Modifikator hat halt keine andere Klasse, weil das aufspießen kann der Dämonenjäger ununterbrochen Spam. Solange Mobs vor ihm stehen, die nicht instant umfallen. Und kriegt dann durch die Mainhandwaffe seinen ganzen Hass zurück, seinen Hatred, ne? Weil das Problem beispielsweise beim Sorcerer ist, der hat zwar seine 14.000% durch Mana halt, allerdings muss das auch erstmal proggen. Und das hat man hier als Hauptattacke immer, ne? Die 1200 und dann 40.000%. So, also erstmal das Set. Das zweite Set, was wir tragen, ist Endloser Gang. Ne? Das ist Schuhe des Abenteurers. Schuhe des Abenteurers ist auch darauf zu achten, dass man Blitzfertigkeiten, kritischer Trefferschaden und kritische Trefferchance drauf hat. Ne? Sekundär ist es natürlich noch sehr gut, wenn man den pro getöteten Gegner drauf hat. Dann die Windrose. Diese Windrose habe ich 80 Mal mit Kults Gesetz gerollt, damit sie denn so ausgesehen hat. Ne? Die anderen waren wirklich alle super Trash. Also, ja. Windrose, ihr kennt das Problem. Ne? Die droppt meistens nicht in gut und ist halt schwierig selber zu craften. Also mit Kults Gesetz zu verändern, dass sie mal gut wird. Und ja. Das Tolle ist, wenn ihr stehen bleibt, macht ihr bis zu 100% mehr Schaden. Und ihr könnt manchmal stehen bleiben, gerade in den Oculus-Ring, den euer Begleiter macht oder den euer Support macht. Ne? So. Der nächste Ring ist Zusammenkunft der Elemente, hat eine prima Synergie. Dann solltet ihr die Schattenkette tragen. Das führt dazu, dass ihr halt immer, wenn ihr Aufspießen benutzt, keine Disziplin verbraucht. Ne? Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ja, wenn die Latenz nicht so schlecht wäre. So, genau. Ne, also wenn ihr Aufspießen einmal drückt, habt ihr ein Fenster von 2 Sekunden, wo das nichts kostet, also ergo, habt ihr keinen einzigen Skill, der Disziplin verbraucht, außer wenn ihr euch bufft am Anfang, ne, mit Schattenkraft. Weil das Schöne ist, durch das Schattenset bleibt die Schattenkraft dauerhaft aktiv. Ne? Ihr müsst das bloß einmal am Anfang des Spiels benutzen und halt, wenn ihr umfallt. Ne? Genau. So, also wie gesagt, der Gürtel Schattenkette, sehr, sehr wichtig. Die Waffe, das ist die einzige Waffe, die ihr benutzen könnt für den MP-Bild, weil das die einzige Waffe ist, die euch den Hass erstattet, wenn ihr jemanden trefft. Ne? Und durch die Blitzrune mit Querschläger kriegt ihr auch sehr, sehr viel Hatred wieder, also das Dreifache von dem, was ihr ausgebt. Ne? Dann die gesenkten Fellspitzen, damit man Aufspießen dreimal macht gleichzeitig, ist auch Pflicht. Ne? Die Raufbold-Armschienen, dass wenn ihr Gegner anspringt über den Salto, ne, ist ja die Rune geschüttelt, nicht gerührt, dass alle betäubt sind und außerdem zurückgestoßen werden. Und das führt dazu, dass halt 22% mehr Schaden verursacht wird. Ne? Das ist schon extrem stark, weil das euren Schaden praktisch um bis zu 30% erhöht, ne? Je nachdem, wie die gerollt ist. Leider ist die legendäre Eigenschaft von meinem Raufbold am Schien sehr, sehr schlecht gerollt. Ne? Ja. Okay. Das waren die Items. Jetzt kommen wir zu den Passiven. Ne? Lebensraub, weil durch die Schattenkraft kriegt die praktisch 40.000 Life on Hit durch Lebensraub. Auslese. Macht eine Menge Schaden, Hinterhalt macht eine Menge Schaden. Betäubende Fallen. Ihr springt ja eh auf die Gegner, um sie zu verlangsamen und zu stunnen und zurückzustoßen.
Und so führt er auch noch dazu, dass die 25% weniger Schaden machen für 6 Sekunden. Super. So, dann. Gefährte Wolfsgefährte für 15% mehr Schaden. Ne? Die Taste wird einfach immer gedrückt. Ne? Genau dasselbe zählt für Aufspießen mit der Blitzrune. Querschläger wird auch immer gedrückt. Dolchfächer wird auch immer gedrückt, um abzuhalten. Ne? Das wird so gemacht, dass die Rüstung erhöht wird, also Klingerüstung. Dann kommt Rache. Rache kommt dunkles Herz rein, wegen dem Damage Reduce. Und wird auch immer gedrückt. Ne? Praktisch die vier Fähigkeiten kommen auf eine Taste. Schattenkraft kommt auf eine separate Taste. Das wird halt nur gedrückt am Anfang des Spiels und wenn man halt gestorben ist, um sich einmal zu rebuffen. Und auf die letzte Taste kommt dann Salto. Ne? Also letzten Endes wird der DH mit zwei aktiven Tasten gespielt. Auf die erste Taste kommt Gefährte, Dolchfächer, Aufspießen, Rache und auf die zweite Taste kommt Salto. Ne? So einfach ist das. Ne? Vielen Dank fürs Zugucken.